Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100.000 TV. Schwarze Katzen. Vielen sind sie nicht geheuer, doch zwei Mutige haben sich getraut und einen Blick geworfen in Triers neuestes Etablissement. Das Varieté-Theater Chat Noir. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Chat Noir. Chat Noir. Ja, heute ist nämlich Eröffnung und es ist riesig was los, die Hölle. Und jemand muss dabei sein. 100.000 TV. Und das sind ja die Jungs, die heute dabei sind. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Vergnügen. Alles Gute. Wenn Sie sich jetzt mal ansehen, was da drinnen los ist. Also viel Spaß mit 100.000 TV. Non, rien de rien. Auf dem Petersberg ist man neuerdings um eine Attraktion reicher. Das Varieté Chat Noir, eine Mischung aus Bar, Restaurant und Theater, bietet Freunden der leichten 20er-Jahre-Unterhaltung eine lockere, stilvolle Atmosphäre. Regionale Künstler bieten ein vielfältiges Programm aus Tanzrevue, Gesang, Comedy und Magie, das beim geladenen Publikum auf fruchtbaren Boden fällt. Ich finde die Einrichtung sehr schön, gefällt mir sehr gut, passt zum Stil und es hat Flair und Ambiente hier, finde ich sehr schön. Ja. Mir gefällt es sehr gut hier, ich finde das Ambiente sehr toll, ich habe auch die Entwicklung ein bisschen miterlebt und kann nur sagen, hat sich super gemacht. Also bisher bin ich wirklich sehr positiv überrascht, auch für, sage ich mal, mein junges Alter, sehr ansprechend bisher gewesen. Ja, ich denke, sowas hat Trier bisher noch nicht gesehen und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Die Hausband Les Chat Noir begleitet die Gäste mit verschiedenen musikalischen Arrangements über den gesamten Abend und lädt das Publikum während der Pausen gerne ein, zu einem Tanz auf dem frisch polierten Parkett. Auch der Varieté-Direktor Volker Justinger zeigt sich vom bisherigen Verlauf des Abends beeindruckt. Ja, ich bin durchaus zufrieden. Also bis jetzt, bis auf ein paar kleinen Pannen, die geschahen, aber es gehört zum Live-Entertainment eben dazu, läuft es wunderbar rund. Man sieht, die Gäste unterhalten sich, sie fühlen sich wohl und also ich bin durchaus zufrieden bis jetzt. Wir haben dann lange hier auf diesen Abend hingearbeitet und wir hatten natürlich vor, wie jeder es vorhat, dass man das entspannt angehen kann, diese erste Abend. Aber heute Morgen, wir mussten doch Möbel holen fahren. Wir müssen, also bis zur letzten Minute ist geschraubt und gehämmert worden. Aber anscheinend gehört es einfach dazu. Aber es scheint doch jetzt gelungen zu sein. Am Anfang war ich schon aufgeregt gewesen, aber mittlerweile sehe ich, wie professionell alles halt die Künstler auch mit organisieren. Und also da kann kaum noch was schief gehen. Also das macht Spaß, den Abend so zu erleben. Ein Chat Noir hat in der Trierer Kulturszene noch gefehlt und wird nun hoffentlich noch oft genug für den etwas anderen Abend sorgen. Wenn Sie sich jetzt mal ansehen, was... Bier im Garten. Bierfest im Kino. Es gibt ein Sportereignis, bei dem Mannschaften aus aller Welt... In der ersten Runde müssen wir gegen die Briten ran. ...gegeneinander antreten. Wir träumen dir die Screwwurst in die Finde, du Blunzer! Verstehst du, was er sagt? Das Bierfest. Lass die Spiele beginnen! Wir trainieren für einen supergeheimen internationalen Biersaufwettbewerb und zu Ehren der USA werden wir die Deutschen besiegen. Genau! Wieso geht's nicht heim zu einem Shoppingcenter Cheeseburger und schmieren auf Eis? Huja! Huja! Ein Wettkampf. Ja! Wenn wir trinken wollen wie die Deutschen, brauchen wir reichlich Hilfe. Ja! Bei dem Rache. Die wollen Krieg? Dann bekommen die einen, der sie umhaut. Am besten eiskalt serviert wird. Ich treff nur besoffen. Was spielen wir jetzt? Von den genialen Machern von Super Troopers. Miss Hopfen.
Miss Gerste. Miss Hefe, die könnte aus Versehen aufgehen. Kommt das Saufgelage des Jahres. Das ist das größte Bier von der ganzen Welt. Ich wünschte, es wäre Winter, damit wir es einfrieren und drauf Schlittschuh laufen und es im Frühling auftauen und trinken können. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Jungs. Wir werden euch den Arsch versohlen. Heißen kann dieser Film nur... Bierfest! Fest! Ihr wollt doch nicht etwa in meiner Mannschaft sein. Ja! Ja! Ihr Buben seid ein Team. Ihr müsst für das Bierfest trainieren. Da ist es. Ich laufe immer besser, wenn ihr ein schönes Würstel drin habt. Oho, du gehörst raus aus den nassen Sachen und in einen trockenen Martini. Was? Ein trockenen Martini? Geh bloß weg von mir. Magst du es heftig? Ja, das tue ich. Das gefällt mir gut. Ach du cremige Butter. Bierfest. Ähnlichkeit mit lebenden Personen, Lokalitäten oder Ereignissen in diesem Film wären rein zufällig und ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich. Wenn Sie versuchen, das, was Sie in diesem Film sehen, zu Hause nachzuahmen, werden Sie sterben. Deutsche kamen bei den Dreharbeiten nicht zu Schaden. Bitte trinken Sie mit Bedacht und behandeln Sie alle Frauen mit Respekt. Mist. Jetzt mach doch nicht so ein Theater. Überlass es denen, die sich besser damit auskennen. Wie zum Beispiel Frank Feitler. Zu Beginn der neuen Spielzeit im Grand Théâtre Luxembourg sprachen wir mit Intendant Frank Fiedler über die kommenden Highlights. Ja, 2006, 2007 ist schon eine, sagen wir mal, eine spezielle Saison, weil eben dieses berühmte Kulturjahr 2007 damit drin hängt. Wir haben etliche Höhepunkte, muss man sagen. Ich kann jetzt nicht alle erwähnen. Aber natürlich, Sascha Walz wird hier von Cherubini Medee inszenieren. Das wird sicherlich ein Höhepunkt werden. Und Ann Theresa wird eine neue Choreografie hier schaffen. Niederlands Tanztheater ebenfalls. Es gibt eine Erstaufführung, nicht eine Erstaufführung, aber sagen wir mal eine neue Inszenierung von Cymbeline. Von Declan, also von dieser Company Chick by Joel, die eigentlich im englischsprachigen Raum sehr bekannt ist, und so einiges mehr. This is the way it got out, Jack Love, to the prison. I was condemned to the bug house. Just to keep me out. Was neu ist bei uns, dass wir versuchen, wirklich auch mehr englischsprachiges Theater zu machen, einfach weil die Nachfrage da ist. Es gibt hier in Luxemburg, wir haben sehr viele europäische Institutionen. Dadurch, dass die EU-Erweiterung stattgefunden hat, kommen sehr viele Leute jetzt aus dem Osten und die Umgangssprache ist meistens Englisch. Dann haben wir die vielen Skandinavier hier, die eher den Englisch natürlich näher ist als Deutsch oder Französisch. Phil, you pay for Dr. Ford. It's yours, Phil. Your very own. It has your eyes. Broadway in the Shadows ist eigentlich... ist ein bisschen so aufgebaut, sagen wir mal, so ein bisschen Dekameron-mäßig. Das heißt, da sitzen einige Leute im Gefängnis und erzählen sich Geschichten. Das ist sehr skurril, das ist sehr komisch, auch sehr, sehr, sehr melancholisch. Und es ist wirklich eine Produktion, die von den Schauspielern lebt. Textvorlagen ergänzen sich aus zwei amerikanischen Autoren. Der Hauptautor ist O. Henry. O. Henry hat ungefähr so um die letzte Jahrhundertwende gelebt und das Stück siedelt sich so um 1900 an. Und er ist ein sehr bekannter amerikanischer Kurzgeschichtenautor. Und er hat also, er war längere Zeit im Gefängnis, wegen einer Beschuldigung des Geldunterschlagens, die allerdings nie bewiesen wurde, und hat also während seiner Zeit im Gefängnis angefangen, diese Geschichten zu schreiben. Und das sind einfach Geschichten, die wirklich sich so um die Leute, so das Leben in New York, einfach des einfachen Menschen. Also da geht es sowohl um Obdachlose, da geht es um diese ganze Theaterszene, wie sie in der Zeit blühte, diese ganze Vaudeville-Szene, Schauspieler, eine ganze Reihe von Figuren, die
oft mehr schlecht als recht sich durchs Leben schlagen. Und die Idee des Stückes war einfach, diese Geschichten zu verarbeiten. Und dramaturgisch ist das jetzt so, dass eigentlich dieses Hauptgeschehen ist in einem Gefängnis angesiedelt. Wir haben also Gefangene im Gefängnis, und die alle ihre eigenen Geschichten haben und die aber trotzdem dann, um sich die Zeit zu vertreiben, sich das diese Geschichten halt von O. Henry erzählen. Wobei das Spezielle daran ist, dass dann jede Geschichte auch in einem besonderen Stil erzählt wird. Das heißt, man hat also zwei Ebenen. Auf der einen Seite die Geschichten von O. Henry, auf der anderen Seite dann die Realität eigentlich im Gefängnis. Oh, Phil, the baby died. You put me in jail and it died. It died without anyone near it. It died because you wouldn't take care of it. Auch mit dem Theater Trier sind Kooperationen geplant. Es wird auch, das kann ich glaube ich jetzt schon ankündigen, es wird auch eine Zusammenarbeit geben mit dem Theater Trier, was die Kinderoper angeht. Das greife ich, vor einer Woche habe ich mich getroffen mit Gerhard Weber und wir überlegen, ob wir machen zum Beispiel jetzt Aladdin und die Wunderlampe, das machen wir mit der Flams Opera aus Antwerpen. Sowas können wir uns vorstellen, dass wir das gemeinsam machen und dass dann eine Reihe an Aufführungen hier stattfindet, eine andere in Trier. Also ich kenne Gerhard Weber von früher, also irgendwo müssen wir jetzt sehen, er hat ja jetzt seine Saison hinter sich und so weiter, die ersten Schwierigkeiten hinter sich gebracht oder so. Das heißt, jetzt kann man mal atmen und planen. So, das war's mal wieder von 100.000 TV. Was außer Theater, Varieté und Kino noch so los ist, seht ihr in unseren Veranstaltungstipps. Songwriting, kluge, verzerrende Texte. Bei Jens Friebes Musik gibt es für alle genug zu tanzen, zu denken und zu träumen. Seine Songs verbreiten genau die Offenheit und Wärme, nach der wir uns alle sehnen, und gleichzeitig die Desillusionierung, die alles Sehnen so schwierig macht. Der Eurovision Song Contest 2006 wird noch lange Zeit in Erinnerung bleiben, denn in Horrorkostümen und mit düsterem Rock haben Lordi die Regeln des althergebrachten Schlagerwettbewerbs gehörig durcheinandergebracht. Bewaffnet mit ihrer einzigartigen Pyrotechnik, Bühnenshow und dem berüchtigten Wall of Sound werden Lordi die Bühne in eine Hölle verwandeln. Der Ort der Handlung ist nicht zu verfehlen. Einfach dem Krach, der Spur aus Horrorvideos, blutrünstigen Cartoons, Actionpuppen und ähnlichem Firlefanz folgen. Seine eigene Stimme zu finden, vermied es John Lee Hooker Jr. stets, den großen Vater zu imitieren. Das Rezept für seine eigene Musik besteht aus zwei Teilen R&B, einem Teil Jazz und einem fetten Teil Down Home Blues. Damit fesselt er sein Publikum, für das er auch öfters die Bühne verlässt, um mitzutanzen. Trying to do something to get rid of my emotional pain. I looked up at the clock on the wall and it was about 11:15. I looked on my right hand to try to find justification as to why I should get drunk.